Wieso sind hier eigentlich so viele böse Unimons hier? Ich werde mal nach Hause kommen. Es ist schon dunkel. Was? Nein. Ist doch nicht dunkel. Jetzt habe ich den Grünalge bei mir drin, okay? Was haben wir denn jetzt eigentlich noch zu erledigen? So, außer die Quest natürlich. Käse gleich im Keller, ne? Ich war gerade Holzhacken. Ist das okay für dich? Ja, klar. Dieses teure Holz? Das gute Holz, ja. Okay. Ist das nicht nett? Oh, wir von haben mir? Helles Bier. Ist das nicht das für Pam? Ja, ich glaube ja. Ja! Oh, dann können wir das morgen auch erledigen. Ja. Sehr schön, sehr schön. So, warte mal, Kaffee sollte im Kühlschrank, ne? Kannst du im Kühlschrank oder auch in die Kiste wieder reintun, wenn du möchtest? Nein, ich bin jetzt in der Küche. Ich bin jetzt in der Küche. So. So. Ich habe dir viermal helles Bier hingemacht, weil einmal habe ich behalten. Ja. Oh, hier sind Batterien drin. Kommen die denn her? Die weiß ich nicht. Die haben sich eingeschlichen. Es ärgert mich richtig, dass ich hier ein schwarzes Bild habe. Für die Geode habe ich keinen Platz. Das ist doof. Ihr solltet euch mit dem Zauberer gut stellen. Der hat auch noch was im Petto für euch. Die kleine Eulenfigur mit den Fragezeichen bei den Gleisen, falls du dich erinnerst. Die kleine Eulenfigur bei den Gleisen. Schreibt Cat. Ja, muss ich dann, ja. Ich muss jetzt gerade mal noch was meine. Ich hab hier echt. Ich hab keinen Platz mehr, ne? Das ist echt zum Fassen, nicht zu fassen, echt. So, Aubergine. Das geht so nicht mehr weiter. Das geht hier so nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr. Das brauche ich alles noch. Ach, Mann. Da ist die Olle schon wieder ins Bett gegangen, ne? Den Zauberer machen wir mit der Schattenessenz eine Freude. Okay. Sehr schön. Kann man aus der Mayonnaise noch was machen? Dass man die nochmal extra einlegt? Nee, oder?
Noch schläft die Katze in der Küche. Kannst dich ruhig dafür entschuldigen, dass du gedacht hast, ich lieg schon wieder in der Kiste. Oh, entschuldige bitte, ich habe gedacht, du liegst schon in der Kiste. Ich glaube, du bist wieder aufgestanden. Nein, du kannst doch nicht in der Kiste gelegen haben, weil dann hätte ich das gelesen. Nein, Mayo kann weg, okay. Tu noch mal schnell die Mayo weg, ne? Ja, ja. Oder die Möhrchen. Ja, die auch. So. Katzen ist uns eine große Freude, okay? Stimmt, wir brauchen ja Kühlschränke. Ja, ich würde mal sagen, das lohnt sich langsam, ne? Wir sind langsam reich. Oh, warte. Mal gucken. Ich könnte ja mal einen Kühlschrank kaufen gehen. Ja, kauf dir einen Kühlschrank. Darf ich? Ja. Schön. Guten Morgen, mein Schatz. Soll ich dir einen Espresso bringen? Danke, 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 danke. Kann ich im Bett bleiben? Ja. Heute darfst du im Bett bleiben. Ich mach die ganze Arbeit ganz alleine. Hier ist was ge... Warte mal. Wir wollten zu Dings, ne? Wir wollten zu, na, sag schnell. Zu Pam mit dem Bier. Ja. Du musst dir dein Bier noch aus der Kiste holen? Ja. Bin gerade noch am Kaffee machen. Ich bring dann mal die Batterien weg. Was? Batterien? Nein. Die sind mein. Also, die gehören mir. Wir haben einen Kühlschrank, haben wir, aber der ist voll. Der ist hier voll. Guten Morgen, liebe Andrina. Ich bin vorbeigekommen, um dich um einen Gefallen zu bitten. Weil wir doch so gute Nachbarn sind. Sind wir? Ich möchte meine Ziegen dazu bringen, Hallo zu sagen. Aber sie ignorieren mich einfach. Wenn ich nicht mit ihren liebsten Leckerbissen, nämlich Höhlenkarotten. Und da ich Angst vor den Minen habe, dachte ich, du könntest vielleicht eine Höhlenkarotte mitbringen. Falls du Zeit hast, finde es kein Stress, aber ja. Komm einfach bei meinem Haus zwischen 9 und 17 Uhr vorbei, du würdest mich echt damit retten. Ja, Höhlenkarotten haben wir ja nun. So. Oh, was ist denn hier los? Lieber Michi, wurde vorher gestreift. Vielen Dank für deine 5 Bits. Ich wünsche dir auch frohes Schaffen. Lass dich nicht ärgern, deine letzte Schicht, das schaffst du schon. Immer Kopf hoch, ne? Dachte, ich gebe dir dieses Rezept, das ich rumliegen hatte. Versuche es nicht zu verbrennen, George. Ich habe ein Rezept gekriegt. Eins? Dieses Rezept von mir hat den ersten Platz in einem Kochwettbewerb gewonnen. Ich hoffe, es gefällt dir. Danke, dass du ein Freund von mir bist, Jody. Oh mein Gott, was ist los? Ich kenne ein paar Rezepte. Ich dachte, ich schicke dir mal eins. Vielleicht hilft es dir, mir Erz abzubauen oder so. Pass auf dich auf, Clint. Kernfrucht haben wir. Vergiss nicht, dich zu gesund zu ernähren oder du wirst nicht genug Energie für deine Arbeit haben. Ich werfe eines meiner Lieblingsrezepte dazu. Benutze es auf jeden Fall. Reife Tomaten. Für Spaghetti. Anandrina, es gibt nichts Besseres, als mit frischem Gemüse aus deinem eigenen Garten zu kochen. Ich habe ein Rezept beigelegt, um dir dabei zu helfen. Pass auf dich auf, Caroline. Pass die Nackensuppe. Hallo Andrina, hier ein Rezept aus meiner Kneipe. Ich teile das nur mit guten Freunden. Gas. Lachsmahlzeit. Ahoi Andrina, ich möchte gerne ein Rezept an dich weitergeben, das ich und mein Papa immer gern gemacht haben. Es ist wichtig, dass der Fisch frisch ist, Willi.
du himmlischer. Ich wollte mich dafür bedanken, dass du Interesse an meiner Arbeit zeigst. Hier ist ein Rezept, das dir gefällt. Dimitrios, gebratene Pilze. Andrina, wie geht's dir? Ich habe ein paar Anweisungen für eines meiner Lieblingsfischgerichte beigelegt, Linus. Wenn ich mich nicht um die Tiere kümmere, experimentiere ich in der Küche. Weil wir Freunde geworden sind, will ich auch ein paar Rezepte mit dir teilen. Ich hoffe, das wird dir schmecken. Mani, bleiche Brühe. Alter, wie viel noch? Liebe Andrina, danke, dass du gestern bei mir in meinem Wintergarten vorbeigeschaut hast. Normalerweise trinke ich Tee alleine. Es hat dir doch Spaß gemacht, mit dir diese Erfahrung zu teilen. Ich habe eine Anleitung beigefügt, wie du deinen eigenen Tee zubereiten und anbauen kannst. Kein Druck, aber falls du am Ende etwas züchtest, bring mir eine Tasse mit. Caroline. Hi Andrina, ich würde meiner Frau gerne eine Sternfrucht zu unserem Jahrestag schenken. Gibt's vielleicht welche auf deinem Hof? Wenn du mir eine vorbeibringst, wäre ich dir sehr dankbar, Ken. Ja, habe ich auch angenommen. Bleibt dir auch nichts anderes übrig. Lieber Gott im Himmel. Ich möchte aber eigentlich diese Maschine haben, die selbstständig die Tiere aberntet. Mhm. Okay. Auf die bin ich scharf. Was kosten die? Ja, die können wir noch nicht, weil wir kein Level 10 sind. Ach so. Das ist das Problem. Deswegen werde ich jetzt hier auch ganz schnell mal hier alles abernten. Mhm. Damit wir hier, damit ich vielleicht mal in der Hofarbeit ein bisschen aufsteige. Okay. Oder denkst du nicht, dass das eine gute Idee ist? Doch, doch. Das mit dem Hopfen finde ich ja geil, ne? Ich finde das geil mit der rechten Maustaste, hast du gleich alle gleichzeitig dabei. Ja. Und du erntest nebenbei oder hebst die Eier auch noch mit auf. Geil, ne? Ja. Wer kocht? Ich koch nicht, ich bin keine gute Köchin. Den Kochpart muss jetzt Susi übernehmen. Ich kann auch nicht kochen. Jetzt verhungern wir beide, oder was? Mhm. Aber dieses Sashimi mussten wir doch sowieso machen, ne? Nein, ich will die Gewürzbeere nicht essen, ich will da rein. Dieses Sashimi mussten wir doch sowieso machen, oder nicht? Ja, irgendein Rezept mussten wir machen, genau. Tortilla. Gleiche Brühe. Spiegelei-Omelette, Glücksmahlzeit, gebratene Pilze, Pastinakensuppe, volles Frühstück, gebratener Tintenfisch, Lachsmahlzeit, Pfannkuchen, Kartoffelpuffer, gebratene Aal, Sashimi. Da brauchen wir ein Fisch beliebig. Wolltest du nicht einen Kühlschrank kaufen gehen? Ja. Ich muss jetzt leider erstmal mein Inventar leer machen. Der automatische Greifer kostet 25.000 Gold? Ja, haben wir doch. Wir haben 133. Okay. Was? Nein, alles gut. Hast du Probleme? Hast du Nein. Atemprobleme? Nein. Ich frag ja nur für einen Freund und so. Verdient man damit Geld oder ist die nur da, um Geld auszugeben?
Was ist jetzt mit dem Kühlschrank? Ich hab Proteinwinter voll. Was? Nix. Hast du den schon gekauft? Nein. Aber? Ich bin auf Milch. Ich verstehe kein Wort. Ich hatte den Inventar voll. Aha. Der wird doch geliefert, sicherlich für das Geld. Das war meine Hoffnung, liebe Daisy, dass Jan den Kochstream macht. Aber ich hab, ich hab das Teebäumchen gar nicht gekriegt, oder? Ich hab zwar den Brief gekriegt, aber nicht das Bäumchen. Oder bin ich jetzt blond? Also ich bin blond, aber... Ich würde gerne die örtlichen Betriebe anschauen, um mir einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Ja, mach das. Ich habe dafür aber keine Zeit. Laden. Mini-Kühlschrank. Mini-Kühlschrank? Kostet 3000. Okay, und ein großer? Und ein großer? Ja, ich habe die gerade gesucht, aber ich finde den nicht. Okay. Das ist ein Standardding oder was ist das? Kriege ich einen Möbelkatalog? Hast du so einen kleinen jetzt gekauft? Ja. Okay. Was hast denn du noch gekauft? Ich habe nur Kühlschrank gekauft. Oh, ein Trüffelchen. Guck mal hier, und das Schweinchen. Was? Ich habe nur Kühlschrank gekauft. Ich kann es nicht sehen. Ich habe hier ein schwarzes Bild. Das sind vier Stich. Ich wusste doch, dass das... Ich wundere, dass du nicht nur zwei draufgeknallt hast. Ich hätte mir mal gerne was gekauft. Gib mir mal bitte die Karte. Nein. 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 Lelelelelelelele. Willkommen zurück, Manu. Ne. Das ist unglaublich. Das war die Rede von einem Kühlschrank und nicht von fünf. Ja. Kann ich die umtauschen? Nein. Ach, jetzt haben wir extra einen Fischkühlschrank oder was? Ja, mal gucken, ob da die Austern drin sind.
Auf jeden Fall passt in so einen Kühlschrank wesentlich mehr rein. Das mache ich so wie in Pumpkin Days. Glaub's mir. Das mache ich so wie in Pumpkin Days. Ah ja, okay. Alles, was Essen ist, kommt jetzt in die Küche. Da kann man besser kochen. Natürlich. Ja, wenn ich jetzt an den Herd gehe, kann ich zum Beispiel das Sashimi, was wir da brauchen... Lass es mal nicht anbrennen, das Essen, weil du zu oft im Kühlschrank klebst. Du hörst dich gerade nicht freundlich an. Doch. So, guck mal, wenn ich jetzt da hingehe... Guck mal, guck! Tuppal, Tuppal! Schade, dass du es nicht sehen kannst. Ich kann jetzt, weil ich den Fisch da reingeschmissen habe, kann ich Sashimi einfach so kochen und ich muss mir keinen Fisch holen. Und ich könnte auch Maki-Rolle einfach so kochen und muss mir keinen Fisch holen. Okay. Und ich könnte jetzt dreifachen Espresso machen. Ich könnte also eine Erleichterung für dich. Eine Algensuppe machen. Ich könnte bleiche Brühe machen mit Weißalge. Ne? 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 Mhm. Achso, jetzt weiß ich, ich wollte die Sternfrucht holen. Wollen wir denn gleich mal ein bisschen questen? Was denn? Ja, Sternfrucht, hast du die Schneide geholt? Nein, du, ich bin noch am Gießen. Achso, Entschuldigung. Musst du mir deine Kühlschränke angucken? Es tut mir leid. Ich koche dafür auch ein Sashimi für dich, okay? Ach, das ist aber, das finde ich ja was Nettes. Ja, ne? So. Wo hast du das Weißbier hingetan? In deine Kiste? Ja, glaube ja. Nein. Oder in deine Kiste, weiß ich jetzt nicht. Meine Kiste ist kein Weißbier. Also ich habe eins auf Tasche. Muss nur für dich mitnehmen. Du hast meine Kiste Weißbier gemacht? Nein, ich habe Tintenzeug. Ach, dann ist die unten drinne wahrscheinlich. Aha. Pass mal auf, ich mache jetzt mal in deine Kiste. Ja. Mache ich mal eine Sternfrucht und ein Sashimi rein. Okay. Mau. So. Sashimi und jetzt gehe ich mal unten gucken. Weil wir können doch jetzt einige Quests fertig machen, oder nicht? Ja. Manis, bitte, die will eine Höhlenkarotte. Siehst du, das können wir auch gleich machen. Ich muss jetzt aber noch das Gewächshaus gießen. Ja, wir machen das in Ruhe. Ich habe die Zeit angehalten. So, was war das jetzt noch? Sternfrucht. Dimitrios Kugelfisch können wir noch nicht. Sashimi für Dings, frische Frucht. Aprikose für Emily. Mhm. Aprikose für Emily. Die Aprikosen waren in meiner Kiste, ne? Ja. Dann mache ich dir auch eine Aprikose schon mit rein. Ja, das ist klasse. Dann brauchen wir nur abzulaufen. Und noch die Höhlenkarotte. Wollen wir doch mal ein bisschen questen hier, ne? So, die Höhlenkarotte. So, jetzt muss ich nur noch das Bier suchen. Hm? Ich glaube, das ist unten in der Kiste. Helles Bier steht im Kühlschrank, habe ich gesehen. Kühlschrank? Habe ich aber da nicht reingemacht. Ich bin absolut blind, glaube ich. Cat sagt im Kühlschrank. Aber ich glaube, ich bin blind. Fragt sich, in welchem Kühlschrank? Ach, gefunden. Ich bin so blond. Also ich habe jetzt fünf Sachen für Quests.
Okay. Bis auf diesen Kugelfisch können wir... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis auf den Kugelfisch können wir alles fertig machen. Mhm. So, warte mal ganz kurz. Ich muss mich mal ganz kurz... hier. Nein, möchte ich nicht. So, ich habe den noch Granatapfel gepflückt und so ein Siehst du, das könnte ich ja eigentlich machen. Sind dafür auch ein Kühlschrank vorgesehen für das Obst? Nur so. Frage für einen Freund. Mach das mal bitte in meine Kiste hinten. Das mache ich, das räume ich später um. Die ist voll. Ja, aber da sind die Sachen drinne schon. Die Sachen, die du da gerade geerntet hast, sind schon da drinne. Sonst tust du in deine Kiste. Ja, ist mir lieber. So, Höhlenkarotte, das war das, und die Aprikose und die Sternfrucht, richtig? Höhlenkarotte, Sternfrucht, Aprikose, Sashimi noch, dieses Tellerfleisch da. Sashimi, genau. Und das helle Bier, genau. Das sind vier Sachen, richtig? Fünf. Aprikose. Ah ja, jetzt habe ich sie. Gut. So. Ich glaube, wir gehen runter zu Mani zuerst, oder? Ja. Und Pam ist die letzte, weil die steht ja oben beim Bus. Vermutlich. Ja, Häschen haben wir auch, genau. Die haben wir aber schon tatsächlich ein bisschen länger. Okay. Oh, du hast die Höhlenkarotte mitgebracht. Vielen Dank, liebe Andrina. Du bist schon in das richtige Haus reingegangen, oder was? Nee. Sie ist super, sieht super aus. Ich will sie am liebsten fast selbst essen. Fast. Das ist eine Sequenz. Ich kann die nicht überspringen. Ich hoffe, das hat alles nicht allzu viele Umstände bereitet. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ah, hat meine Frau gemacht. Wo bist du denn, sag mal? So, jetzt geh du noch mal rein. Da komme ich doch gerade raus. Ja, ja, ich hatte aber eine Sequenz. Jetzt müsstest du die Sequenz auch haben. Sie sind so unschuldig und niedlich. Und wenn ich mich nicht um sie kümmere, wer dann? Schenk ihr einfach die Höhlenkarotte, freut sie sich. Achso, muss ich ihr die auch noch in der Hand? Oh, okay. Bei mir war es eine Sequenz, aber das wird nicht... Wo ist sie denn? Da ist er. Oh, wenn es sein muss. Natürlich muss es nicht sein. Was ist das für ein blödes Reffee?